Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Ich wollte kurz einen Satz über den Verkehrsclub Deutschland sagen. Der Verkehrsclub Deutschland ist insofern etwas Besonderes. Es gibt ja den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, der kümmert sich um die Fahrradfahrer. Dann gibt es den ADAC, der kümmert sich um die Autofahrer. Dann gibt es ProBahn, es gibt auch Fuß e.V. Aber der VCD hat schon in seiner Gründungssatzung von 1986 drin, dass er sich für Mobilität für Menschen interessiert, also dass er für die Mobilität für alle Bereiche der Mobilität ist. Also völlig egal, ob die Leute mit dem Auto fahren oder wie auch immer. Also das, was jetzt so in aller Munde ist, das ist, das machen wir schon die ganze Zeit, weil Mobilität ist Vielfalt. Da gibt es nicht nur Autofahrer oder eben Fußgänger oder was auch immer, sondern jeder ist mal das und mal das, und das ist auch gut so. Genau, da hat sich viel getan. Ja, wir sehen, wir sind heute viel vielfältiger unterwegs. Unser tägliches Brot ist, dass wir mit den Verkehrsverbünden so Nahverkehrspläne ausarbeiten und so. Und was ich ganz toll finde hier ist, dass dort ist man auch mit Leuten zusammen, die sind alle noch so ein bisschen im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Die muss man wenigstens mal in dieses Jahrhundert bringen. Und hier auf der Konferenz ist es das Schöne, dass man schon so ein bisschen in die Zukunft guckt. Und das ist auch total wichtig. Ich nehme einfach doch mal dieses Mikro, weil mir mal ein Freund gesagt hat, wenn ich nicht beide Arme habe, um damit gestikulieren zu können, bin ich nicht richtig kommunikationsfähig. Mobilität. Ich würde ganz gerne ein paar leicht theorielastige Dinge voran sagen. Mobilität und Verkehr, das ist nicht das Gleiche. Mobilität ist das, wenn wir von A nach B wollen, dann ist, haben wir ein Mobilitätsbedürfnis. Wenn wir das in irgendeiner Form erfüllen, dann haben wir ein erfülltes Mobilitätsbedürfnis. Verkehr, das ist das, was wir hier im Bild sehen. Das ist diese verschiedenen Möglichkeiten. Das sind alle diese Möglichkeiten, haben Nachteile in Form von Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, Lärm, die kosten uns Geld und so weiter. Das ist Verkehr. Deswegen sind wir auch als Verkehrsclub Deutschland unser Logo Mobilität für Menschen, weil wir einfach die Art und Weise, wie Menschen von A nach B kommen, einfach besser gestalten wollen. Und dazu müssen wir Verkehrsprobleme lösen. Noch eine bisschen Theorie, weil es nach meiner Beobachtung in den Medien oft durcheinander geworfen wird. Und es gibt dummerweise auch leider keine ganz scharfe Formulierung. Deswegen würde ich das aber für den weiteren Vortrag gerne auseinanderhalten. Multimodales Reisen ist, dass wir je nachdem, was wir als Mobilitätsbedürfnis haben, dafür ein einpassendes Verkehrsmittel nehmen. Das heißt also, wie hier zum Beispiel, wir fahren mit dem Rad oder wir gehen aus dem Haus, nehmen den Zug und kommen an, oder wir gehen aus dem Haus und nehmen einen Zug und dann vielleicht noch einen anschließenden Regionalbahn und sind am Ziel, oder wir nehmen Carsharing oder wir nehmen das Taxi. Multimodal wird typischerweise nur dann als Begriff verwendet, wenn ich für eine Reise ein Verkehrsmittel benutze, ich aber typischerweise multimodal unterwegs bin, weil ich je nach Reisebedürfnis und Reiseanlass etwas anderes verwende. Intermodal ist dagegen ein bisschen was anderes. Ich verwende in einer einzigen Reise verschiedene Verkehrsmittel. So, also hier angedeutet, Bus und Zug würden dem Verkehrsmittel öffentlichen Verkehr zugerechnet, aber anschließend benutze ich Carsharing, um zum Ziel zu kommen. Also wichtig, in einem Weg werden verschiedene Verkehrsmittel verwendet. Das ist intermodal und sonst nichts. Wie planen wir eine Reise? Wir haben es mal versucht anzudeuten als Puzzle. Und Hanna hat das eben angedeutet bei der Frage, wie viele Apps wir verwendet haben, um hierher zu kommen. Das ist genau das Puzzle, vor dem wir typischerweise stehen. Ja, ich überlege, gut, mit dem Auto nicht, dann fahre ich normalerweise direkt von Start-Ziel. Aber wie ich Fahrrad, Bikesharing, Tram kombiniere, wie ich den Fernverkehr der Bahn kombiniere mit lokalen Verkehrsmitteln, das ist halt relativ schwierig. Und völlig verloren sind wir dann, wenn wir in den internationalen Bereich gehen. Also, das ist alles fürchterlich kompliziert. Und meine oder unsere politische Aussage ist, ohne das Angebot einer durchgängigen Reisekette werden die Potenziale für den freiwilligen Verzicht auf den motorisierten Individualverkehr nicht ausgeschöpft werden. Das heißt, wir müssen ein solches Angebot machen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch mit
den sicherlich in nächster Zeit anstehenden restriktiven Maßnahmen. Denken wir mal an das, was in zum Beispiel London mit City Maut passiert und solchen Sachen. Da sind wir Deutschen vielleicht auch ein bisschen spät, aber das sind Dinge, die einfach negativ sind. Und ich denke, nur mit negativ werden wir die Verkehrswende in Deutschland nicht schaffen. Wir müssen den öffentlichen Verkehr und all die anderen Mobilitätsangebote, die erheblich ressourcenschonender sind, einfach in vernünftiger Weise kommunizieren und das Nutzen dieser Verkehrsmittel oder dieser Reiseketten genauso einfach machen, so wie wir heute Auto fahren. Aber, ja, Anna hat das Wort App schon gesagt, ja, es gibt auch für alles eine App. Es gibt für alles eine App. Das Problem ist nur, dass es diese vielen Apps gibt und die alle nichts miteinander zu tun haben. Da unterhalten wir uns dann drüber. Es gibt noch From A to B. Es gibt auch Quixit in der neuen Form. Das ist noch nicht ganz das, was ich mir darunter vorstelle, vor allen Dingen, weil sie sich auf den Fernverkehr konzentrieren. Vielleicht kam Go Euro als Einwurf. Wenn wir das alles zusammenbasteln müssten, seien wir uns doch darüber klar, wir alle, unterstelle ich mal einfach, die hier sitzen, sind alle besten Willens, auf neue Formen der Mobilität einzusteigen, sich darauf einzulassen. Aber jetzt mal ganz praktisch, wenn es darum geht, dass wir tatsächlich was machen müssen und wir müssen uns etwas zusammenbasteln, ist dann nicht doch jeder irgendwo bequem und greift einfach im Flur den Autoschlüssel und fährt von A nach B. Entschuldigung, ich sehe eine Wortmeldung. Wir würden die Fragen gerne am Ende machen. So, und die Bequemlichkeit, seien wir uns ganz ehrlich, das ist, glaube ich, eines der Haupthindernisgründe, die wir hier im öffentlichen Personenverkehr und den anderen neuen Mobilitätsformen einfach brauchen. Wir müssen so bequem sein, wie den Autoschlüssel vom Küchentisch zu nehmen. Wenn viele Apps die Lösung nicht sind, dann ist vielleicht eine App oder sagen wir eine Plattform die Lösung. Und nochmal in der Branche hat sich dafür mittlerweile der Begriff der Mobility as a Service etabliert. Der Gedanke dahinter ist, ein integriertes System für alle Mobilitätsformen zu haben, und zwar in einem durchgängigen Prozess. Und dieser Prozess umfasst dann die Reiseplanung, das Buchen der Reise und bezahlen müssen wir leider auch immer noch. Mobility as a Service ist total modern. Ich würde mal auf den unteren Teil dieser Einblendung da sagen, das ist jetzt nur auf Englisch, aber das ist ein Auszug aus einem Buch von 1977. 1977 hat es schon Leute gegeben, die gesagt haben, wir brauchen so etwas wie Mobility as a Service. Das ist 41 Jahre her. Ich vermute mal, dass die weit überwiegende Mehrheit der Menschen, die jetzt in diesem Raum sind, noch nicht mal so alt sind. Und ich glaube, der Handlungsbedarf wird irgendwo klar. Gehen wir mal zurück so ein bisschen in die historische Entwicklung, wenn wir schon 41 Jahre zurück sind, nicht ganz so weit zurück, wie sich die Mobilitätsinformation entwickelt hat, zunächst mal als sogenannte Fahrplanauskunftssysteme. Das ist das, was man dann zum Beispiel bekommt. Das ist so, stammt so aus Mitte der 80er Jahre, wurde dann über Disketten verbreitet. Die Leute der ganz alten Generation, so wie ich, werden sich erinnern, dass es sowas wie ein Mini-Mini-Mini-Internet gab, namens BTX. Da konnte man auch schon Fahrplanauskünfte machen. Und die Algorithmen, die da eingesetzt wurden, die konnten schnelle Verbindungen. Wir haben hier eben schon mit Handaufzeigen gemacht, so mal ganz schnell. Wer würde von diesen beiden Alternativen die Nummer 1 nehmen? Die erste, die obere? Nicht so. Wer würde die zweite nehmen? Das ist die deutliche Mehrheit. Frage, warum? Wer hat die Hand aufgehoben? Warum? Die zweite ist mit jetzt habe ich die Pointe vorweggenommen. Die zweite ist schneller. Die meisten Leute wollen wahrscheinlich die schnellere haben, aber ich kläre das nochmal auf gleich. Das waren jedenfalls die ersten Entwicklungsstufen bis etwa Mitte der 90er Jahre. Dann hat man versucht,
andere Kriterien als nur zeitschnell in der Fahrplanauskunft zu berücksichtigen. Das ist die, die kennen wir schon. Und wer jetzt ganz genau hingeguckt hat, sieht oben ein ICE und unten steht ICIC. Das deutet an, die Reise wird mit zwei ICEs gemacht. Also das eine ist eine Direktverbindung und das andere ist eine Verbindung mit einem Umstieg. So, jetzt könnte man dieselbe Frage nochmal stellen. Wer würde jetzt die erste nehmen, wer würde jetzt die zweite nehmen? Worauf ich hinaus möchte ist, ich erkaufe mir die zeitschnellste Verbindung dadurch, dass ich noch einmal mehr umsteigen muss. So, jetzt kommt es darauf an, wer ich bin. Bin ich ein junger, sportlicher Mensch, dann sage ich, zeitschnellst ist wichtig. Bin ich jemand, der mit dickem Gepäck, mit einem Kinderwagen und einem Kleinkind im Arm unterwegs ist, dann ist Umsteigen für mich eine echte Herausforderung. Also würde ich vielleicht dann doch die erste nehmen. So, es gibt auch noch viele andere Kriterien. Wenn ich jetzt den Preis dazu nehme, dann muss ich mir fragen, was. Das sind übrigens alles Live-Auskünfte, die ich mir echt geholt habe. Die habe ich nicht zusammengebastelt. Das sind Preise von der Bahn. Ich fahre also länger, bezahle 10,90 € mehr. Dafür brauche ich einmal nicht umsteigen. Wird man das tun? Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Jetzt haben wir drei Kriterien. Schnell, umsteigearm und Preis. Und vielleicht das hier noch in der Zusammenfassung. Schnell war die Urform. Umstiegsarm können heute eigentlich alle. Preiswert, also die gezielte Suche nach preiswerten Verbindungen, kann zumindest in Deutschland nur ansatzweise die DB und andere Kriterien. Zum Beispiel, es ist vielleicht auch in diesen Zuhörerkreis inzwischen schon durchgedrungen, es soll Fernverkehrszüge geben, die gelegentlich zu spät kommen. Also ganz selten, aber man hört das immer wieder mal gerüchteweise. Also sprich, wenn ich auch gerade Umsteigeverbindungen habe, dann spielt die Zuverlässigkeit dieser Verbindung eine Rolle. Wenn ich also zum Beispiel im Fernverkehr den berühmten Stundentakt habe und ich verpasse meinen Anschluss, dann bin ich schlicht und einfach eine Stunde später am Ziel. Und das ist möglicherweise für den Kunden ein Kriterium, sich für eine Verbindung zu entscheiden oder eben nicht. Die Ausstattung der Züge, also wenn wir wieder so einen Sommer haben, wie wir diesen Sommer gehabt haben, also ich persönlich würde dann lieber in einem Fahrzeug sitzen, das über eine Klimaanlage verfügt, weil in irgendeinem Nahverkehrszug, der nicht über eine Klimaanlage verfügt, zu sitzen, ist nicht wirklich eine Freude. Dann dasselbe, als ich gestern nach Berlin gefahren bin. Es ist keine Freude, in einem rappelvollen ICE zu sitzen, wo auch inzwischen die Sitzplätze im Gang besetzt sind und die Leute auf dem Boden sitzen. Also zum Beispiel, warum wird die Auslastung zum Beispiel nicht wenigstens darüber informiert bei den verschiedenen Alternativen? So, und Umweltbelastung ist natürlich auch klar. Auch das ist ein Kriterium, die möglicherweise ich als Nutzer als Kriterium nehme, mich für eine bestimmte Verbindung zu entscheiden. Ich habe jetzt mal einen Fall zusammengestellt, und zwar ist das wirklich, ich wohne im, wie sagt man das am Arsch der Welt auf Deutsch, ich wohne im ganz weit draußen irgendwo, also sprich, da ist die ÖV-Verbindung nicht ganz so prickelnd. Wenn ich zum Beispiel nach Düsseldorf ins Messecenter will, dann ist das eine aktuelle Verbindung, die mir für heute, 17.11., die Bahn, wenn ich da früh hin muss, offeriert hätte. Zur Information, das sind auf der Straße 197 Kilometer. Ich bin nicht wirklich bereit, um die 4 Stunden dafür unterwegs zu sein und 3 oder 4 Umstiege dabei in Kauf zu nehmen. Witzigerweise fährt mich mein Bus von vor meiner Haustür dann erst nach Idstein zum Zug, dann fahre ich nach Hofheim mit der Regionalbahn. Von Hofheim fahre ich mit dem Bus zum Fernbahnhof. Am Fernbahnhof steige ich dann in den ICE nach Düsseldorf. In Düsseldorf steige ich dann in die Regionalbahn zur Messe. Das klingt nicht nach echter Mobilitätsfreude. Also was mache ich? Ich habe es eben schon gesagt, ich bin bequem, ich hole mir dann die Verbindung im MIV. So, das ist eine einfache Geschichte. Ich bin 2 Stunden 16 unterwegs. Ich habe mal einfach aus der ADAC-Tabelle aktuell so ein 0815 Golf genommen, der mit Vollkosten bei durchschnittlicher Fahrleistung 45 Cent kostet, komme ich auf das Ganze. Ich habe dann recherchiert, das Parkhaus in einem Messecenter kostet mich 9 €. Prima, das ist meine Alternative. Es geht auch intermodal und ich habe das mal hier versucht darzustellen.
Denn es gibt, die Deutsche Bahn hat, ich sage mal, das ist so eine Bushaltestelle mit ICE-Anschluss, hat einen Bahnhof Limburg Süd gebaut, der eigentlich überhaupt nur Sinn macht als Übergangsbahnhof zwischen dem MIV und dem Fernverkehr. So, und wenn ich dort mit dem Auto nach Limburg Süd fahre und dort in den ICE steige, dann bin ich mit dem Auto 28 Minuten unterwegs und ansonsten verwende ich die Verbindung, die hier unten angezeigt wird, nämlich zweimal ICE und dann ein bisschen Bus. So, wenn ich das Ganze jetzt mal zusammenstelle in der Übersicht, die Kosten habe ich und Zeiten und Kosten habe ich jetzt hier einfach mal addiert und fasse das mal zusammen, dann muss man wahrscheinlich für die meisten Menschen feststellen, dass das Angebot, das mir jetzt in dem Fall die Bahn mit dem ÖV gemacht hat, dass das nicht wirklich akzeptabel ist. So, wenn ich jetzt aber darüber diskutiere und vergleiche jetzt mal die Fahrzeiten im MIV, dann sage ich, okay, ich bin eine halbe Stunde oder eine knappe halbe Stunde länger mit dem intermodalen Weg unterwegs. Okay, im ÖV muss ich halt umsteigen. So, dafür spare ich aber auch gut 50 Euro. So, was ich einfach sagen will, ist, in dem Moment, wo wir den ÖV mit anderen Dingen in der individuellen, 1, 2, 3 individuellen Mobilität kombinieren oder auch von mir aus als Park and Ride mit meinem Privatwagen kombiniere, in dem Moment bin ich in der Lage, echte Alternativen zum reinen MIV auch anzubieten. Ja, ich habe eben über Entwicklungsstufen gesprochen. Intermodal klingt gut, machen wir halt Algorithmen fertig. Problem ist, es gibt Angebote, die fahrplanbasiert sind und es gibt Angebote, die sind nicht fahrplanbasiert. Ich habe die mal einfach rechts und links mal aufgeteilt und bei Intermodal muss ich diese beiden Welten kombinieren und dann stelle ich einfach fest, das gibt es praktisch nicht. Es gibt dafür keine Lösungen. Ich sehe erste Ansätze, es gibt Ansätze in der Forschung, aber irgendetwas, was wir hier praktisch benutzen könnten, gibt es schlicht nicht. So, und jetzt habt ihr schon gesagt, ich bin irgend so ein IT-Fuzzi der ersten Stunde. Es gibt dafür einen Grund, nämlich es sind wirklich zwei Welten im Sinne der Algorithmik, die man dafür braucht für intermodale Mobilität. Ich habe die Welt der Wege, die kennen wir alle. Ich habe das volle Wegenetz, ich kann die, solange ich die Straßenverkehrsordnung einhalte, kann ich die benutzen und Daten sind dafür eigentlich auch frei verfügbar, also zum Beispiel über die OpenStreetMap. Und dann haben wir die andere Welt, das ist die Welt der Fahrpläne. Das eine ist, ich bewege mich mit dem öffentlichen Verkehr ausschließlich auf einem reduzierten Wegenetz, typischerweise liniengebunden. Die Nutzung ist nur nach Fahrplan möglich. Das heißt, wenn mein Zug gerade weg ist, warte ich im Zweifel eine Stunde. Wenn ich 5 Minuten zu spät aus dem Haus komme und mit meinem Auto fahren will, dann ist mein Auto aber immer noch da. Also die Algorithmik, die sich dahinter verbirgt, ist eine völlig andere. So, und das nächste ist eben, ja, Fahrplandaten in Deutschland sind früher gar nicht, aber jetzt in der Regel überhaupt nicht verfügbar. Das ist mal das Grüne. Ist die aktuelle Welt in Deutschland, wo Fahrplandaten als Open Data verfügbar sind. Man sieht, dass da eine deutliche Mehrheit ist von Verbünden, die ihre Fahrplandaten nicht als Open Data bereitstellen. Ich muss zugestehen, das ist deutlich besser geworden im Laufe der letzten Zeit, aber das war schon recht schwierig. Also man kann sagen, dass die deutschen Verbünde nach wie vor ihre Daten verweigern, aber es gibt eine EU-Verordnung mit so kryptischen Namen wie 1926 aus 2017, die verlangt bindend, dass die Daten für Linienverkehre, sogar auch für nachfrageorientierte Verkehrsangebote und auch sogar Individualverkehre in Europa als Open Data zur Verfügung gestellt werden. Kommt aber wieder ein Aber. Wir Deutsche sind ja generell nicht fürchterlich schnell in der Umsetzung von Dingen, die aus Europa kommen. Insofern habe ich auch am letzten Mittwoch von einem deutschen Verkehrsminister auf die Frage, wie denn die Umsetzung der 1926 aus 2017, wie weit wir denn da sind, keine wirkliche Antwort bekommen. Es gibt Widerstand durch den VDV. VDV ist der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen. Da sind unter anderem also nicht nur die Busunternehmen organisiert, sondern auch die deutschen Verkehrsverbünde.
Und es gibt generell die Aussage der Bundesregierung, dass es mit einer echten Reform des bestehenden rudimentären Open-Data-Gesetzes in dieser Legislaturperiode wohl nichts wirkt. Das ist die Situation. Diese Karte übrigens, die haben wir ein bisschen anders eingefärbt, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Ich kann nur sehr empfehlen, diese Website Rette deinen Nahverkehr mal zu besuchen. Das ist im Prinzip die Aufforderung an Menschen, ihren Verkehrsverbund zu traktieren. Er möge seine Daten öffentlich, also als Open Data zur Verfügung stellen. Vielleicht ist das Deutschland doch an der Stelle ein bisschen grüner geworden, ist auch darauf zurückzuführen, dass aus dieser Ecke der politische Druck kommt. Schneller? Ja, müssen wir springen. Okay. Wir sind aber nicht pünktlich angefangen. Okay. Ich habe jetzt gesprochen über das Suchen nach Verbindungen. Dazu gehört natürlich vom Prozess her, dass ich dann anschließend auch buche und bezahle. Die Aussage dieser Folie ist, wir haben uns vorher schon darüber unterhalten, ich brauche alle Daten, auch alle Daten dieser zwei Welten, um diese Verkehrsalternativen, diese intermodalen Verbindungen zu ermitteln. Für das Buchen und Bezahlen brauche ich nur Schnittstellen. Also dazu brauche ich nicht unbedingt mehr Daten. Jetzt kommen wir zum soll ich sagen, Buchen und Bezahlen. Wo liegen eigentlich die Probleme, dass wir sowas noch nicht haben? Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht, also nicht alles Deutschland heute, aber weitestgehend auch Deutschland mit dem politischen Chaos, was wir 1948 hatten. Eine sehr wichtige Frage an Sie. Ja. Nein, ich habe eine wirklich sehr wichtige Frage. Er hat ja gesagt. Wieso? Wie viele Physiker sind hier? Das geht aber bitte nicht von meiner Zeit ab. Den Video lässt er weg. Das haben wir alle verstanden. Jedenfalls kann man das Video lässt er weg. Ja. Das ist sonst zu viel. Sehr leid, dass Sie unterbrochen haben. Okay. Die Aussage von mir ist jedenfalls, wir haben eine Menge Fürstentümer in Form von deutschen Verkehrsverbünden, die die Mobilität erschweren, nicht nur dadurch, dass sie die Daten nicht freigeben, sondern dass auch jeder irgendwie sein eigenes Tarifsystem verfasst. Jetzt hätte ich gerne, die Zeit reicht glaube ich nicht mehr, den Winfried Herrmann gezeigt, seines Zeichens Landesverkehrsminister von Baden-Württemberg, in einem Videoausschnitt, den lassen wir jetzt einmal mal weg, jedenfalls das habe ich von ihm geklaut. Er sagt von seinen eigenen 22 Verkehrsverbünden im Land Baden-Württemberg, 22 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es sich bei diesen Verkehrsverbünden um die letzten deutschen Fürstentümer handelt. Also insofern ist das keine Bösartigkeit von mir, sondern ich denke mal, das ist von höchster Stelle für seinen eigenen Laden eine Aussage. Wir können uns auf die Frage konzentrieren. Müssen wir eigentlich noch so monolithische Systeme haben, so wie sie die Bahn und auch die Verbünde haben, wo Planen, Buchen und Bezahlen wirklich alles in einer App ist? Und meine Aussage ist nein, das brauchen wir nicht. Wir können das Planen komplett vom Buchen und Bezahlen trennen. Aber das ist eine technische Aussage. Man muss auch Menschen haben, Politiker, Lokalpolitiker, Landespolitiker haben, die das tatsächlich zulassen. So, jetzt kommt der langweilige Teil. Meine Aussage ist, was in Deutschland passiert bei DB und Verbünden ist, das ist too little and too late. Wir haben Insellösungen, ganz, ganz viele Insellösungen. Wir haben regionale und sektorale Monopole, regionale Monopole in Form der Verkehrsverbünde und sektorale Monopole, indem wir Nahverkehr vom Fernverkehr getrennt haben. Die arbeiten untereinander nicht diskriminierungsfrei. Also die Stadt Berlin oder der Verkehrsverbund Berlin schließt Verträge zum Beispiel mit bestimmten Carsharern, mit bestimmten Bikesharern ab, aber eben nicht mit allen. Das meine ich im Sinne von nicht diskriminierungsfrei.
Und, das ist meine Aussage als IT-Mensch, durch den fehlenden Zugang zu den ÖPNV-Daten werden Innovationen verhindert, weil ich einfach schlicht ohne die Verkehrsdaten des ÖPNV keine intermodalen Lösungen anbieten kann. So, und so entstehen letztendlich volkswirtschaftlich nicht die richtigen Lösungen, indem wir mit einer gewissen Sektierertum in den Regionen versuchen, in Deutschland Mobilität im öffentlichen Sinne herzustellen. Aber das sind nicht nur die bösen Buben. Ich denke mal, wir müssen auch unsere Politik mal fragen, ob das, was hier im letzten Teil des gelb markierten ist, ob das denn noch tatsächlich aktuell sein kann. Da steht auf gut Deutsch drin, dass die Straßenverkehrsordnung sich am Auto ausrichtet. Das ist einer der führenden Kommentare zur StVO. Und das ist nicht irgendwie aus dem letzten Jahrhundert, das ist aktuelles Recht. Und wenn wir mit bestimmten Forderungen, zum Beispiel Radwege bauen zu wollen, in die Verwaltung kommunal vor Ort gehen, ja, dann nehmen die im Zweifel diesen Kommentar raus und zeigen uns diesen Satz. Das kann nicht 2018 mehr sein. Denn die StVO ist wirklich nur auf das Auto ausgerichtet. Und das passt nicht mehr in unsere Welt. Und das muss politisch geändert werden. Möchte ich nicht alles vorlesen. Das Personenbeförderungsrecht generell, nochmal, das bin ja auch nicht ich, es gibt eine Verkehrsministerkonferenz, die das festgestellt hat. Die sagen, wir wollen mehr digitale Technologie, wir brauchen Modernisierung, wir müssen flexible Bedienformen besser unterstützen und wir brauchen mehr Unterstützung auch gesetzlicher Art für Ridesharing. Das ist eine relativ aktuelle, die ist jetzt ein Jahr alt, eine Beschlusssammlung der Verkehrsministerkonferenz. Das ist eine informelle Versammlung der Landesverkehrsminister. Oh. Kriegt die rote Karte. So, andere Themen möchte ich nur anreißen. Natürlich müssen wir das Thema Datenschutz bei sowas beachten. Ganz wichtig ist mir auch, dass wir das Wettbewerbsrecht beachten müssen. GAFA steht für Google, Apple, Facebook, Amazon. Das ist nicht unbedingt meine Zielvorstellung, dass eine intermodale Mobilitätsauskunft in Deutschland auch von Google gemacht wird, mit dem Ergebnis, dass sie auch noch meine sämtlichen Mobilitätsdaten haben, die sie vermarkten können. Da müssen wir was tun. Ja, und generell, Open Data habe ich gesagt, Delegierte Verordnung 1926 aus 2017. Gut, generell bin ich der Meinung, dass man auch den Städten und Gemeinden mehr Einflussmöglichkeiten hatte, und zwar deswegen, es gibt nicht one size fits all. Wenn eine Stadt Freiburg zum Beispiel erheblich mehr mit neuen Mobilitätsformen spielen will, dann soll die Stadt Freiburg das machen dürfen und nicht abhängig sein von einem Verkehrsverbund oder von einem Landesverkehrsminister. Die Interoperabilität der Systeme soll erzwungen werden. Diskriminierungsfrei habe ich schon erwähnt. Wir machen dann hier in den Fragen Schluss. Ja, die Fragen machen wir am Schluss und du übernimmst. Danke. Das mit den Fragen am Schluss wird ziemlich knapp, da wir jetzt schon 2 Minuten über der Zeit sind. Ich würde vorschlagen, entweder jetzt die Fragen noch ganz schnell, 1, 2, oder ansonsten gibt es auch immer die Möglichkeit, hinterher nochmal in den Chatraum zu gehen und da weiter zu diskutieren, für alle, die noch was haben, was ihnen unter den Nägeln brennt. Jetzt können wir die Fragen stellen. Also 1, 2 Fragen gehen noch, vielleicht am besten entweder sich groß melden, dann komme ich. Okay, ich komme. Bei welcher Firma in Braunschweig oder ähnlich oder wo haben Sie gearbeitet, außer DB? Bei welcher der Softwareentwickler für die Netzplantechnik? Sie meinen vermutlich die Firma in Hannover und dann gibt es noch eine andere in München und das sind eigentlich die einzigen und auch weltweit führenden Hersteller von Systemen für die Mobilitätsauskunft. Ich habe bei keiner gearbeitet. Ich befinde mich mit mindestens einer in einem gewissen Dissens. Kurze Nachfrage. Ich finde das ja alles ganz spannend. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja, die meisten Bewegungen, die meisten Ortswechsel, die meisten Mobilitätsbedürfnisse sind ja Alltagsmobilitätsbedürfnisse. Und Alltagsmobilitätsbedürfnisse spricht für eine gewisse Gewöhnung. Und
Wie knackt man denn mit so einem Mobility-as-a-Service-Gedanken die? Insbesondere, wenn wir ja wissen aus der Forschung, dass solche Mobilitätsentscheidungen immer dann auch mit Lebensentscheidungen zusammenhängen. Auto kaputt, neuer Job, Familie, Umzug, sonst irgendwas. Dann überdenkt man das. Also ist es nur was zum Abholen oder kriegt man da sozusagen die Gewohnheiten vorher schon geknackt? Also nach meiner Erfahrung kriegt man Gewohnheiten hauptsächlich geknackt an so Brechpunkten. Ja, also Beispiel, wenn ein junges Ehepaar ein Kind kriegt und ich sag mal auch umzieht oder sowas, das ist dann typischerweise der Punkt, wo man sagt, Mensch, wie organisieren wir uns denn? Im laufenden Betrieb jemanden zu motivieren, seine Mobilitätsverhalten zu ändern. Ja? Also Mobilitätsverhalten ist auch eins der starresten Dinge. Wir sind das so gewohnt, wir sind so routiniert, so zu reisen und uns zu bewegen, daran eine Änderung vorzunehmen, das ist einfach verdammt schwer. Also ich bin IT-Mensch, ich kann nur sagen, was wir dazu tun können mit Apps, die uns einfach den Umstieg leichter machen. Die Hürde wird kleiner, aber drüber springen muss jeder selber. Aber man kann es auch Schritt für Schritt machen. Also es geht im Grunde nicht darum, die Leute jetzt gleich vom nur Autofahrer zum nur ÖPNV-Fahrer zu bringen. Deswegen ist dieses Inkrementelle, also dass man sagt, okay, es wäre ja schon ein Riesenschritt, wenn die Leute mal ein paar Wege anders machen oder das anders kombinieren. Deswegen auch so Park and Ride ist sicher nicht das Ende, aber es wäre für viele schon mal ein Einstieg. Und dafür sollte es möglichst einfach sein. Also da muss man den roten Teppich ausrollen. Das ist doch vielleicht ein ganz schönes Schlusswort hier.